Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Und heute sind wir mit allen aus dem Team Pietsmeet und schauen uns ein Video an mit dem Titel Automobile Ärgernisse 1980. Wir freuen uns jetzt alle schon gemeinsam darauf. Oh ja. Ja, Mann. Ärgernis, finde ich super. Welch ein Ärgernis. 20 Fahrer müssen damit rechnen, wegen einer Lappalie auf der Strecke zu bleiben. Die Zündanlage ist anfällig. Der Kondensator vom Zündverteiler neigt dazu, nach einigen tausend Kilometern durchzubrennen. Dadurch verschleißt der Unterbrecherkontakt übermäßig schnell. Der Wagen bleibt liegen und muss abgeschleppt werden. Denn Spezial... Aber das war der ADAC früher. Oh mein Gott, schön, wie geil ist das denn? Ist das immer wieder ein Golf? Qualm ist, Alter. Ist das schön, irgendwie Golf 1 oder Polo oder was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ehrlich gesagt, ist das Ferrari. Nicht aber ja, nee, das sieht aus wie Golf 1. Das Schöne ist, da stimmte noch die Aussage, Auto macht brumm brumm. Ja, aber wirklich. Für ausgefallene Fahrzeugtypen werden von der Straßenwacht nur selten mitgeführt. Instandsetzungskosten ca. 20 Mark. Was? 20 Mark, Leute? Bankrott. Schaffst du ein Ärgernis. Besonders in der kalten Jahreszeit kann das Seitenausstellfenster beim Fiat 127 Anlass zu Ärger geben. What? Das ist doch absichtlich einfach weggeschmissen. Das ist einfach weg. Da fällt hier einfach dein Fenster raus. Oh mein Gott. Oh, nice. Es fällt heraus. Die Scheibe ist an der unteren Halterung angeklebt. Verliert der Klebstoff im Laufe der Zeit seine Wirksamkeit, kann die Scheibe ungehindert herausfallen. Oh Gott. Oben nur lose mit einem Stift gehalten. Ein frostiges und teures Vergnügen. 54,62. Alter. Das ist unangenehm. Aber wofür ist denn dieses Fenster da? Weil das andere Fenster, er kann es ja eh runter machen. Ja, das macht man heute ja nicht mehr, wie du weißt. Wahrscheinlich brauchte das nie jemand. Bist du sicher, dass du das andere Fenster runter machen konntest bei dem Auto? Das sah so aus, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wofür das gut war. Ich weiß nicht, ob da eine Kurbel war. Rationalisierungsmaßnahmen sind nicht immer ein Vorteil für den Verbraucher. So müssen Audi 100-Fahrer für ein neues Blinkerglas beim 80er-Modell eine mehr als 50-prozentige Preiserhöhung in Kauf nehmen. Der Grund? Um für den Weltmarkt gerüstet zu sein, der zum Teil weiße Blinker verlangt, wurde ein neuer, weißer Blinker mit gelbem Einsatz konstruiert. Zum Nachteil für die deutschen Kunden. Sie müssen mal wieder tiefer in die Tasche greifen. 44,20 Mark statt bisher 27,80 Mark. Nein. Der deutsche Kunde muss mal wieder tiefer in die Tasche gehen. Wieder am Bluten. Aber das ist doch in Deutschland. Mark, das ist schon viel. Ja, ja, auf jeden Fall. In Deutschland muss doch der Blinker gelb sein. Ne? Das ist doch nur in Deutschland irgendwie so, ne? Also ist es eher ein Problem von Deutschland, nicht vom Audi, oder? Ja, das meinte der ja auch. Deswegen muss ja der deutsche Kunde. Weil wir uns anpassen müssen hier, beziehungsweise Audi sich angepasst hat, um. Weil die keinen extra Blinker mehr machen wollen. Ja, weil es international halt in weißer ist und nur für die Deutschen extra gelbe. Okay. So ein Blinker-Thematik ist in Deutschland ja sowieso schon immer eine große, egal ob du jetzt bei Importautos bist. Die Amerikaner hatten, zumindest beim Mustang kannte ich das schon ewig, auch dieses von innen nach außen blinken mit den roten Leuchten, aber das ging ja alles nicht. Ja, das durfte Und ich glaube, bevor Audi hier den Blinker eingeführt hat, der von innen nach außen geht, da mussten die auch ziemlich rumwerkeln, damit das noch als Blinken zählt. Und die sind so sexy. Blinker geht da nicht. Da gibt's eine ganz komische Regulierung. Ich glaube, das müssen immer mehrere Lampen an sein, dass du immer ein stehendes Licht hast und nicht eine Lampe aus und dann erst die nächste. Das ist ganz komisch gewurstelt, damit die das endlich machen dürfen. Die Zeit ist auch ein Faktor. Das darf nicht so lange brauchen, dass es nicht mehr als Blinken zählt. Ja. So. Ja, genau. Total Banane. Banane. Deutscher Irrsinn. Wenn beim Talbot Simca, Volvo oder Opel die Lichter ausgehen, muss der Fahrer mit dem Schlimmsten rechnen. Eine durchgescheuerte Kabelisolierung. Es kommt zum Kurzschluss, ein Kabelbrand kann die Folge sein. Sicherungen für den gesamten Abblend- und Fernlichtbereich gibt es nicht. Aus Sparsamkeitsgründen wurden sie für diese Fabrikate weggelassen. Und das mit Genehmigung der zuständigen Prüfbehörde. Oh. Aha. Das ist schon krass. Okay, das ist aber kacke, wenn die wirklich nachts dann die Lampen ausgehen. Ey, das ist aber super gefährlich.
Ja, voll. Schade. Was? Damit schon Sicherheitsgurt. 1980? Ja. Ich glaube schon, ja. 76 war Führerschein. Hier die Pflicht dafür, ne? Irgendwie sowas. Anschnallpflicht. Es ist allgemein bekannt, dass Sicherheitsgurte nur in Verbindung mit Kopfstützen wirklich sicher sind. Der zurückschnellende Fahrer wird abgefangen und vor Genickbruch bewahrt. Diese unverzichtbare Grundausstattung wird bei Opel als Extra-Zubehör gehandelt. Kadett und Ascona werden serienmäßig ohne Kopfstützen geliefert. Eine gefährliche Aufpreispolitik. Was kosten die jetzt mehr? Circa 125 Mark. Oh. Nein! Pro Stück oder für beide? Oder alle vier? Für alle. Also ich hätte jetzt gesagt pro Stück. Das ist aber schon sick, dass das erlaubt ist. Das weiß nicht, ja, wahrscheinlich war das genau die Übergangsphase, wo sie dann das quasi als Nachrüst gewertet haben, weil die noch die anderen Sachen irgendwie im Lager hatten oder so. Das kann also du meinst, ob es immer noch erlaubt ist, ohne Kopfstütze zu fahren oder wie? Eigentlich nicht, genau, oder? Genau, muss ja, sonst dürfen kann die den doch nicht verkaufen, oder? Ja, aber, mittlerweile, also meinst du jetzt mittlerweile oder in den 80ern? Damals in den 80ern. Ja, da muss es ja erlaubt gewesen sein. Der hat ja gesagt, okay, es ist halt sinnvoll, mit einem Gurt eine Nackenstütze zu haben, aber das muss halt gibt's auf erst seit 1999 die Kopfstützpflicht. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Sehr gut recherchiert, also, Jonathan. Das kriegst du ja in der Fahrschule immer beigebracht, dass der immer genau hinterm Kopf ist. Also der Kopfstütze. Aber der krass, Kopfstütze wie man das ist hinterm Kopf. Bei dem Dummy siehst du halt richtig krass, wie du da durch die Gegend geschleudert wirst. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Zum Glück habe ich das noch nicht erlebt. Naja, genau. Beim Renault R14. Sorry. Als Brillenträger will man sowieso keinen Unfall haben, ne? Also Airbag habe ich Angst vor. Ey, guck mal, da ist eine alte Corvette dahinter, hinter dem. Ich habe sogar. Ich habe sogar. Also sieht man gerade als Zuschauer nicht, weil ich schon wieder zurückgesprungen bin. Bei Unfällen, bei Unfällen ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Blase platzt, wenn du nicht vorher auf Klo warst, relativ hoch. Das ist ganz schön. Oh, okay. Der relativ hoch, dass du dir wehtust. Ja, aber das kann Jay nicht passieren, der hat immer eine Punika-Flasche dabei. Das stimmt. Der hat nie eine volle Blase. Beim Renault R14 und R20 sind die Kopfstützen serienmäßig. Nur sie lassen sich nicht weit genug herausziehen und reichen gerade bis zum Genick. Oberkante von Ohren und Kopfstütze sollten aber auf einer Höhe liegen. Nur so können Kopfstützen bei Auffahrunfällen vor gefährlichen Halswirbelverletzungen schützen. Gott, das tut mir aber jetzt leid. Natürlich war es eine Frau. Mein Gott, das tut mir jetzt aber leid. Energie- und kostenbewussten Autofahrern ist es kein Geheimnis, dass der richtige Reifendruck allein bis zu 6% Kraftstoff einsparen kann. Das ist immer noch wie ein Geheimnis dagegen wird bei manchen Autos der richtige Druckwert behandelt. Wer ihn nicht im Kopf hat, muss sich auf eine umständliche Suche machen. Auch die endlosen Luftdrucktabellen verwirren eher, sodass sich mancher Fahrer erst vertrauensvoll an den Tankwart wenden muss. Ein kleines Schild mit den Luftdruckdaten an der Tür oder Tankklappe angeklebt würde das Problem lösen. Vielleicht eine Anregung für den Reifenfachhandel als Serviceleistung. Ja, heutzutage ist das Standard, ne? So. Ja, genau. Fahrradtür. Ablesen. Sogar ziemlich genau, ob du beladen bist oder nicht. Winterreifen, Sommerreifen. Das ist schon sehr sinnvoll. Krass, ey, damals war alles anders. Ja, mittlerweile hast du ja auch elektronische Systeme, die den Reifendruck messen und dir dann Bescheid sagen, so, ey, tu mal Luft rein. Mhm. Immer wenn ich jetzt in mein Auto steige. Ich muss immer wegklicken. Weil ich's nie bewege. Einmal im Monat? Ja, weniger, seltener. Aber weil, wenn es 2 Monate steht, ist der Reifendruck danach nicht mehr optimal. Defekte Stoßdämpfer gefährden die Fahrer. Ach du Scheiße. Das Auto schaukelt sich auf unebener Strecke unkontrollierbar auf und ist nur noch mit Mühe zu lenken. Die schlechte Qualität der werkseitig eingebauten Stoßdämpfer führt bei einigen Modellen zum vorzeitigen Verschleiß. Renault R6, Opel Kadett B und Datsun führen die Mängelliste an. Was ist denn Datsun? Was ist denn Datsun? Datsun? Daihatsu? Du das nicht? Der gab es umsonst Datsun. Ach, Daihatsu! Ich hab dazu verstanden. Ja, ich hätte jetzt gesagt, das wäre Daihatsu, aber wir dazu. Hatten, also, dazu ist auch ein Auto. Dazu? Also, hab ich ja nie gehört. Daihatsu ist was anderes. D-A-Z-U. Dazu. Nee, D-A-T-S-U-N. Datsun? Datsun. Datsun habe ich dann diesen japanischen Autohersteller, die sehen sogar ganz fresh aus.
Das war doch der älteste existierende Automobilhersteller Japans. Ja, krass. 2002 war das letzte Modell, dann wieder 2014. Ja. Also es war, ist wieder back. Kurz Pause gemacht, ein bisschen ja. Weltreise und dann. Ja. Dazu ist back, Leute. Wagen bis zu 47% höher als bei anderen. Die Reparaturkosten? Rund 130 Mark pro Stoßdämpfer. Uiuiui. Oh, das ist natürlich teuer. Ein Beckenknochen nach einem Unfall, zertrümmert durch das Schloss eines Sicherheitsgurtes. Ursache? What? Eine schlechte Gurtgeometrie. Waren früher die vorderen Sicherheitsgurte beim Ford zu beanstanden, so geben jetzt die gesetzlich vorgeschriebenen hinteren Gurte Anlass zu Ärger. Mensch, Günther, was ist das für ein blöden Gurt hier drin? Der drückt ja genau auf den Beckenknochen. Günther. Die Gurtpeitschen sind wieder zu lang und nicht verstellbar. Das Schloss liegt auf dem Beckenknochen auf und führt zu gefährlichen Verletzungen. Oh je. Der Harald findet das gar nicht cool. Nee, was der Günther da macht, Günther. Rüdiger. Circa 60% der Autofahrer handeln kostenbewusst, wenn es um die Reifen geht. Sie tauschen turnusmäßig die Vorder- gegen die Hinterräder aus, beziehen zusätzlich das Reserverad in diesen Zyklus mit ein und verlängern so die Lebensdauer um runde 20%. Beim Talbot Simca 1510 GT geht das nicht. Moment, was? Du hast quasi... Wechseln die Vorder mit den Hinterreifen ja, aus weil und dann die, das weil die unterschiedlich abgefahren. Verschleißen vorne. Ja, aber also da, was mir auch nicht erschließt, das Reserverad beschließt du damit ein, dann hast du ja immer einen Reifen, also... Ja, der neu ist, das ist irgendwie nicht so geil. Der anders abgerieben ist. Also ich kenne das nur so, dass die Hinterreifen auch nur hinten drauf kommen und die Vorderreifen auch nur ich vorne. Auch. Vielleicht nee, du kannst vorne und hinten kannst du die tauschen, aber dann nur im Paar. Ja, ja, also... Ja. Das schon. Aber in meinem Paar halt. Aber ja, okay. Reserverad, vor allem das Reserverad, das ist doch auch immer nur so ein, ne, so, wie so ein kleines Stützrad, was du dann da hast. Hauptsache, das ist ja, eigentlich und rollen, auch wie so ein Wagenrad. Rein, ja. Genau. Aus Holz. Ich habe gar kein Reserverad. Habt ihr das? Ja, klar. Nee, Reserverad nicht mehr. Du hast nur noch dieses Kit, was du da reinschmeißt. Ich hab Runflat-Reifen. Das sind genau. Das sind mit denen fahre ich seit 1500 Kilometer. Auf den einen Reifen? Ja. Okay. Ja, nur auf dem einen Reifen fahre ich. Nice. Er wird serienmäßig mit 4 Alu-Sportfelgen und einem normalen Reserverad aus Stahl angeboten. In diesem Sinne eigentlich kein vollwertiges Ersatzrad. Was? Ja und? Was war sein also, Problem? Das ist doch Quatsch. Ja, aber die Leute beziehen dass die das Felge ja eine Stahlfelge ist und keine Alu-Felge. Ja, das ist aber auch recht scheiße. Ja. Das sieht dann kacke aus. Ja, kam halt auch dazu. Glückliche Besitzer einer neuen Honda 750 oder CBX müssen mit einer unangenehmen Schlamperei des Herstellers Bekanntschaft machen. Bei 2 von 3 Maschinen wurde beim Abdichten des Motors nicht sorgfältig genug gearbeitet. Die Zylinderkopf- und Fußdichtungen sowie die Abdichtungen der Stehbolzen lassen Öl austreten. Häufig erscheint dieser Mangel bereits nach einigen 100 Kilometern. Eine erneute Abdichtung wird von den Vertragswerkstätten durchgeführt. Während der Garantiezeit auf Kulanz. Danach jedoch hat auf der Kulanz. Fahrer außer einer Ölverschmutzung. Ja, genau, auf Kulanz. Da müsste doch Garantie sein, oder? Ja, wirklich, das ist Garantie. Ja. Weißt du, keine Kulanz, Alter. Sondern du hast es zu tun. Ich habe das gekauft. Garantien gab es noch nicht. Garantie war damals noch nicht empfohlen. Ja. Okay. Alles gut. Kombination etwa 280 Mark für den Schaden zu zahlen. Von innen verstellbare Seitenspiegel sind sicher angenehm. Aber dieser Luxus kann teuer werden. Als ob es das verstanden bei einem Defekt hervorgerufen durch Verschleiß. Ich find's auch geil, dass da nur der Außenspiegel auf einer Seite ist. Ja, wahrscheinlich bei so auch nicht. Andere ist abgefahren. Du brauchst ja nur einen, Peter. Also viele Sachen gibt's ja schon echt lange. Also auch Klimaanlagen oder elektrische Fenster. Also das gibt's schon relativ lang. Bei einem Defekt hervorgerufen durch Verschleiß oder einen Schadensfall muss der Besitzer mit einem tiefen Griff in den Geldbeutel rechnen. Das Glas allein kann. Wieso macht die Frau dauernd die Fehler? Finde ich ganz witzig. Hersteller nicht ersetzt werden, sondern nur die komplette Spiegeleinheit, meistens verbunden mit einem Werkstattbesuch. Die Kosten belaufen sich bei Mazda 629 immerhin auf 186 Mark. Hä, seit wann ist denn jetzt ein Mediziner da dran? Ja. Warum sind die Ärzte da dran? Warum zieht der da so ein komplett weißes Ding an, wenn er Mechaniker ist? Da denn der Sinn?
Damit du siehst, dass der arbeitet, wenn er abends nach Hause kommt, weil er dann schön verdreckt ist. Klar. Ja, okay. Also viel wie für einen herkömmlichen Seitenspiegel. Ja, aber das hast du einen elektrischen Spiegel. Natürlich ist er teurer. Was ist das für eine Aussage? Der Fahrer glaubt, ein Motorrad vor sich zu haben. Irrtum. Ein Rücklicht ist ausgefallen. Anlass für eine Routinekontrolle der Polizei. Guten Abend. Guten Abend. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr linkes Rücklicht defekt ist. Wenn Sie gleich mal die Schnauze hier. Die Glühlampen sollten einfach auszuwechseln sein. Nicht so beim Golf. Gerade die linke Lampenleiste ist nur mit Mühe und Gewalt aus der Halterung zu lösen. Der ja, aber da ging das wenigstens noch. Ja, das ich kannst du heute auch sagen. Tage ja. Also heute dein Licht selber wechseln, kannst du so aber von vergessen. Aber heutzutage ist das doch gesetzlich vorgeschrieben, dass das eigentlich jeder selber machen können müsste, ohne Werkstatt. Nee, never. Also, wie willst du das bei Xenon-Licht denn machen? Eben. Raus und wieder rein? Keine Ahnung. Ich hab noch nie Xenon-Licht in der Hand gehabt. Nee, also das ist so kompliziert mittlerweile, da ist aber nicht mal eben aufmachen, ist doch rausdrücken. Ist doch keine Rücklichter. Doch kein Xenonlichter. Das ist ja egal, ob Vorder- oder Rücklicht. Hinten hast du halt LED heutzutage also, meistens. Mir ging es ums Vorderlicht, genau, hinten hast du ja dann auch häufig LED. Und wenn da eine LED kaputt ist, dann merkst du das wahrscheinlich nicht mal LEDs wirklich, weil nicht kaputt. Nur ist unmöglich. Kannst du gegentreten. Oh, Atomexplosion. Okay. LEDs gehen nicht kaputt. Meine Elgatus werden hier immer noch stehen, egal ob Atombomben explodieren oder nicht. Das finde ich schon stark. Ja. Wurde direkt darüber befestigt. Trotzdem ist der Hersteller der Meinung, dass der Golf zu den reparaturfreundlichen Autos gehört. Okay. Boah. Wir haben doch nur nach Drogen geguckt. In dieser Jahreszeit vertrautes Bild, könnte man meinen. Der Fahrer hat vergessen, die Scheinwerfer auszuschalten. Oh, Batterie leer. Auch bei einem Auto, das für die 80er Jahre konstruiert ist, wie der Opel Kadett, sollte das ausgeschlossen sein. Eine automatische Lichtabschaltung, wie sie bereits bei weit über der Hälfte aller Neufahrzeuge üblich ist, würde als serienmäßiger Neueinbau nur Pfennige kosten. Und Opel-Fahrer... Was hat der gerade bei mir? Das war aber eine ganz komische Sprache. War der Deutsch? Ich glaube nicht. Der war in Polen. Das hört sich an wie einfach jemand, der gar nicht sprechen kann. Und das ist einfach was? Einfach Kauderwelsch. So. Halt mal Menschen. Das ist halt der übelste Platz. War das, also bayerisch war das aber nicht. Das war Klang, asiatisch. War das schwäbisch? Das war simpel. Ja, nochmal. Nee, ist schon bayerisch. Aber hier sind nicht auch die Schwaben immer dabei. Hier, das ist... Und so, könnte auch sein. Schwäbisch. Ich glaube, der hat einfach keine Zunge mehr. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, was das für eine Sprache war. Das für eine Sprache war, ja. Opel-Fahrer auf jeden Fall. Manchen Ärger ersparen. Das war's dann. Oh Mann, jetzt auch. Das ist sehr witzig, ganz witzig. Blick zurück in die Vergangenheit. WTF, oh Gott. Wir als Autobesitzer haben Gott sei Dank nicht mit diesen Problemen oder den meisten zumindest nicht mehr heute zu kämpfen. Ja, aber dafür sind die meisten Probleme dann mittlerweile elektronischer Natur, die du dann auch nicht so leicht beheben kannst. Und dadurch entstehen dann wieder die Kosten, weil du erstmal halbe Auto auseinandernehmen musst. Ja, ist viel, teuer. Viel teurer. Ja, sehr viel als teurer. Als 100 Mark. Ja, wobei damals hat ein Auto ja auch nicht. Also, weil du hast ja ein bisschen Inflation schon seit 1980. Das sind nicht 30.000, also nicht 60.000 genau. Mark dafür für so ein Auto bezahlen. Ja. Nee. Und wenn du eins hättest für 60.000 Mark, dann wird die Reparatur wahrscheinlich auch viel kosten. Ja. Also das war lustig. Vielen lieben Dank für den Vorschlag. Und wir freuen uns schon aufs nächste React. Das kommt morgen. Seid gerne dabei. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ja.